Und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen in einer weiteren Folge von Lumina oder so. Irgendwas mit Lumen am Anfang. Gut, wir sind hier in diesem Level, wo Rot und Grün leuchten. Die können wir ja unterbrechen. Das finde ich so geil, dass wir die Lichtstrahlen unterbrechen können. Hier in der Mitte kreuzen die sich. Das heißt, da müssen wir irgendwas hinstellen. So, erstmal die Fackeln anmachen. Vor allem, wir können gehen und wir können rennen. Irgendwo hier müsste noch so ein Stäbchen sein, hoffe ich doch mal. Weil wir haben null. Oder hätten wir uns einen mitnehmen können? Nein, da ist einer. Den nehmen wir mit. Und stellen den einmal hier auf, wo sich die Strahlen kreuzen. So. Gucken wir mal. Da muss gelb rauf. So. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da oben? Aha. Ja gut, wie dem auch sei. Gleich hier die Tür zu. Jetzt wieder auf. Okay. Und hier haben wir einen roten Strahl. Da sind Spiegel. Hüpp. Beziehungsweise ein Spiegel. Oh, hier gibt's wieder irgendwas. Nein. Dachte, hier gibt's was zu looten, aber nein, nein. Warum sollte es da auch was zu looten geben? So, gut. Schauen wir mal. Hier brauchen wir... Ach nein. Ich kriege wahrscheinlich das böse Ende, denn es gibt tatsächlich mehrere Enden in diesem Spiel. Okay, hier ist ein roter Strahl, da ist ein roter Strahl und hier ist eine grüne Tür, die aber mit einem roten... Hier ist ein gelber, das heißt, hier müssen wir einen hinsetzen. Zack. Oh nein. Der ist im Weg. Verdammt. Na toll. Den Spiegel können wir nicht wegnehmen. Und wir können das gelbe Licht auch nicht irgendwo anders hin benutzen. Irgendwo anders hinlenken. Na toll. Das fängt ja gleich gut an hier, das Spiel. Weil der rote Strahl, was bringt uns der? Moment. Nee. Obwohl doch. Ah. Den können wir da oben hinbauen. Zack. Haha. Cool. Das ist mal ein nettes Feature. So, jetzt haben wir einen grünen. Und die sollten ja dann zusammen hier gelb ergeben. Das heißt, einmal hier hinstellen. Wieder Leertaste und dann einmal darauf leuchten. Ja, komm, geh auf, Tür. Geh auf, ja, sehr gut. Haha, das hat ja mal gut geklappt. Ehrlich, warum gehen wir immer tiefer in die Pyramide? Ich wollte nach oben. Nach oben, Treppe hoch, nicht Treppe runter. Ja gut, wie dem auch sei... Was haben wir hier? Ah, ein Prisma. Wie ihr seht, das kann man rotieren. Und dann kann man entsprechend, also aus Gelb wird Grün und Rot. Das hat uns das Spiel jetzt beigebracht quasi. Ich muss ja in jede Ecke gucken, ob es irgendwo was Verstecktes gibt. Und ich muss nebenbei noch auf die Uhrzeit achten, weil ich darf nicht zu lange hier rumzocken. Ich wollte nämlich noch weg zur Arbeit. So, gut, okay. Ja. Jetzt haben wir einen Spiegel, aber... Okay, will der irgendwie, dass ich den roten irgendwohin ablenke, oder was ist los? Aber wenn ich... Ich glaube, ich muss den roten hier irgendwie reinlenken. Nee. Okay. Irgendwie bin ich jetzt verwirrt. Aber ich kann den roten doch nicht umleiten. Ich kann den mitnehmen. Aber das bringt mir ja nichts. Nein. Right-click to place. Ein Prisma. Beam End. Weil der bringt nichts. Der bringt was. Der ist ja nur grün. Aber wenn ich jetzt hier einen Spiegel hinmache, dann bringt das ja nichts, weil... hä? Ich habe wahrscheinlich irgendwo einen Spiegel übersehen. Liegt hier irgendwo noch ein Spiegel rum? Hier ist eine Tür, da kommen wir dann weiter. Nö, irgendwie kein Spiegel da. Hier muss doch irgendwo noch was sein.
nicht? Na toll. Bin ich hier irgendwo an dem Spiegel vorbeigelaufen? Nein, die Tür ist zu. Na toll. Steig jetzt gerade nicht durch, weil eigentlich müsste der rote Strahl doch durch die Tür leuchten, wenn der grüne dahin leuchtet. Ah, den kann ich auch nirgendwo anders hin, obwohl... To change distance. Okay. Nee. Der leuchtet ja leider immer... Dahin leuchtet grün, aber rot leuchtet immer auf die falsche Seite. Huch. Huch. Ah, jetzt habe ich ihn umgedreht. Jetzt ist die Steuerung auch völlig verkehrt rum gerade. Aber so soll es eigentlich sein. Ja, das Prisma ist verkehrt rum. Dementsprechend hat das nicht funktioniert. So, dahin. Und dann Leertaste einmal. Da. So, Tür ist offen. Haben wir es doch geschafft. Ja, und jetzt müssen wir den dahin umleiten. Dem wir irgendwo noch einen Spiegel kriegen. Okay. Husch. Will dich nicht. Ich will nicht auf dich. Komm, geh weg. Ich will nicht auf dich drauf treten. Nein. Nehmen. Hallo? So, jetzt. Was? Translate? Wie? Oh nein, ich kann die Dinge übersetzen. No one was allowed to see Kamehameha. Nee, keinem war es erlaubt, sein Gesicht zu sehen. Okay. Ich habe hoffentlich nicht wieder einen platt getreten. Ich will den nicht platt treten. Leer, leer und leer. Natürlich. Warum sollte doch irgendwas drin sein? So, gut. Wir haben den einen Spiegel, den wir brauchen. Weil hier kommen wir nicht durch. Dafür müssten wir nämlich noch einen zweiten Spiegel haben. Das heißt, einmal diesen Spiegel hier. Zack. Zack. Oh nein. Was ist das denn bitte? Pink? Ein Prisma. Ah, das heißt, das Prisma müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo hinpacken. Au, ich fühle mich irgendwie, als würde ich gerade gegrillt werden. Was? Achso, rechte Taste. So, wir brauchen den roten, der da durchleuchtet. So. Der blaue ist erstmal völlig Latte. Aber den roten brauchen wir, um die Tür zu öffnen. Wo ist denn der rote? Wo leuchtet der denn durch? Ah, wir treffen noch nicht mal. Na? Nein! Verdammt! Den müssen wir nochmal nehmen und nochmal ein bisschen weiter hier hinstellen. So. So, jetzt haben wir da eine Tür geöffnet. Aber das ist, glaube ich, schon das übernächste Rätsel, oder was? Ja, wie dem auch sei, wir müssen den Spiegel hier jetzt drehen. Und zwar irgendwie, dahin. Und hier müssen wir jetzt einen Spiegel platzieren. So. Guck doch in die Richtung. Den jetzt darauf. So, dann haben wir die Tür auf. Na toll. Und da muss blau hin? Ja, gut. Es wird komplizierter, würde ich sagen. Hier können wir nichts übersetzen. Damit geht die Tür zu. Das heißt, Spiegel. Plopp. So. Gut, und jetzt noch den blauen umlenken. Ah, den hier. Nein, den hier. Den hier jetzt wieder umlenken. So. Ja, es ist gar nicht so einfach, das Spiel hier.
Zack. Das ist gut. Das klingt gut. Da geht eine Tür auf. Und den hier einmal wieder. Whoop. Zack. So. Erledigt. Plopp. Haha, geschafft. Damit hätten wir diesen Level hier auch durch. Und ja, weiter geht's. Ein Level versuche ich noch. Danach muss ich eine Aufnahmepause machen. Wir haben doch keine Zeit. Okay, warum auch immer der da oben hinleuchtet. Den nehmen wir mit. Ja, ist ja gut, kleiner Skorpion. Zack. Nein, den haben wir falsch platziert. So, schön in der Mitte. Zack. So. Da ist noch ein Spiegel. Den werden wir jetzt mal da platzieren und dahin richten. Boah, das wird ja auch echt kompliziert hier, Leute. So. Was haben wir hier? Hier haben wir einen grünen Laserstrahl. Haben wir auch irgendwo einen Spiegel? Da. So, den platzieren wir einfach mal hier schön. Schön da. Der leuchtet dann darüber. Weil den Spiegel hier müssen wir dann mitnehmen. Nein! Oh, Menno. Den Spiegel können wir nicht mitnehmen. Den müssen wir schön hier lassen. Ach, komm, guck mal dahin, wo... War sonst der Laserstrahl da? Nein, Moment. Das hier oben ist jetzt... Nee, das ist jetzt kein Loch, wo wir durchgucken können. Doch, ist es. Dann müssen wir da durchleuchten. Weil wenn die Tür offen ist, dann... Haha. Zack. Nein. Ah, zu hoch. Den Spiegel müssen wir höher machen. Wir können ja den Spiegel in der Höhe ändern. Das heißt, den Spiegel müssen wir einmal nehmen und dann einmal hier oben platzieren. Und zwar ungefähr da. Dann so ausrichten, dass er da durchzeigt. So. Wow. Und wenn wir den dann nehmen, zack, haben wir einen grünen Laser, der hier was zum Übersetzen ist. Mal sehen. Kamehameha war groß und die seine Stimme gehört haben, waren nicht sie selbst. Okay. Gut. Das klingt jetzt für einen sehr, sehr netten Typen, dem ich nicht begegnen möchte. Guck mal ans Ende des Laserbeams. So. Das ist doch grün, oder? Nee, das ist rot, oder? Bin ich doof? Das ist jetzt rot? Muss ich dann den Spiegel dahin leuchten und bin ich... Oh nein. Doch komplizierter, als ich dachte, das Ganze hier. Vor allen Dingen, hier kommen wir her. Das heißt, ich habe wieder zu weit gedacht. Mit dem Grünen komme ich da noch nicht weiter. Oder ist das ein Gelber? Das ist ein Gelber. Das heißt, da komme ich noch nicht weiter. Mit dem Grünen müsste ich den da beleuchten, um die Tür zu öffnen. Oder die beiden Roten mit einem Roten. Nein. Das heißt, den einmal mitnehmen und einmal wieder hier hinstellen. Und dann darauf richten und den hier mitnehmen. Der hier kommt dann später. Erstmal müssen wir hier schaffen, die Roten. Hallo? Ja, rotate. So, den Roten und dann hier noch einen Roten. So, komm hier. Nein.
Rotate? So. Ah, verdammt, der ist ein Tick zu tief. Das heißt, den müssen wir nochmal mitnehmen. Und nochmal ein bisschen höher postieren. So. Da kann ich... Ich kann ihn nicht sehen. So, jetzt habe ich aber nicht die Tür hier geöffnet, sondern eine andere. Jetzt habe ich die Tür da geöffnet. Aber wie kriege ich die Tür hier auf? Hä? Bin jetzt gerade ein wenig überfordert. Ich würde sagen, das Rätsel löse ich dann in der nächsten Folge. Das heißt, wenn das Spiel nicht speichert, werde ich wieder bis hierhin spielen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Denn ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen zu aufwendig, um es noch hier in die letzten Sekunden zu quetschen. Die Folge hier ist nämlich auch schon wieder vorbei. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und man muss ja heutzutage jeden auffordern, denn ich sehe ja an den Abozahlen, dass sich da nichts wirklich verändert. Falls ihr wissen wollt, wann Videos kommen, dann drückt erst abonnieren und dann drückt die Glocke. Ich sage tschüss für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sage tschüss. Tschüss.